Nach über 20 Jahren sind die Alufelgen einfach stark angegriffen. Durch Fette, Öle, durch Salz im Winter und durch andere Einflüsse ist das Alu relativ stark angegriffen und verätzt, könnte man fast sagen. Durch einfaches Waschen und einfaches Polieren bekommt man das nicht weg. Also muss man in solchen Fällen schleifen. Um Alufelgen zu schleifen, bieten sich mehrere Möglichkeiten an. Eine Möglichkeit ist, man holt sich einfach Nassschleifpapier in verschiedenen Stärken, sprich Körnungen, und fängt mit grobem Schleifpapier an, die Felgen per Hand zu schleifen. Der Vorteil ist, man benötigt kein weiteres Zubehör und kann ziemlich genau und präzise arbeiten. Der Nachteil ist, es dauert ziemlich lange, bis man die Felgen mit Hand oder per Hand geschliffen hat. Man fängt dabei, wie auch beim maschinellen Schleifen, mit einem groben Körnung an, mit zum Beispiel 80er Körnung oder 120er Körnung, was ziemlich grob und rau ist, kann man anfangen, den ersten Schleifgang zu machen. Danach nimmt man immer feineres Papier, bis man zum Beispiel beim 1000er oder 2000er Papier angekommen ist und schleift, wie gesagt, auf diese Art und Weise von grob bis fein die Felgen ab. Beim maschinellen Schleifen geht man vom Prinzip her genauso vor. Als erstes fängt man mit grobem Schleifmittel an. Da gibt es verschiedenste Aufsätze und verschiedenste Strategien. Und mit jedem Schleifgang macht man da auch feineres Schleifmittel drauf auf der Maschine und schleift dann auch bis zum ganz feinen Grad. Zum Schluss könnte man da auch den letzten Schleifgang zum Beispiel mit Nassschleifpapier mit der Hand machen. Wenn der Schleifvorgang abgeschlossen ist, geht man zum Polieren über. Auch dort fängt man wieder mit einer groben, relativ groben Schleifpaste an und macht dann mehrere Durchgänge mit feineren Schleifpasten bis hin zum finalen Polieren, wo es dann nur noch um den Glanz geht. Diese ganzen Arbeitsschritte sind sehr zeitintensiv. Man kann dort mehrere Stunden oder Tage an einer oder an zwei Felgen verbringen. Das darf man nicht unterschätzen und muss da schon eine relative Ausdauer und Geduld haben. Das Ergebnis lohnt sich allerdings.